Der Fokus der Märkte lag bisher vor allem auf der Frage, was passiert mit den Zinsen, was passiert die Fed, mit der Fed, was wird die Fed tun, was wird sie sagen, wird sie die Zinsen noch da oder dahin anheben oder wann wird sie die Zinsen senken? Ich glaube, diese Frage rückt jetzt mehr und mehr in den Hintergrund, denn die letzten zwei Tage haben klar gemacht, dass die Wirtschaft in den USA eine scharfe Abkühlung absolvierte, wir vielleicht sogar schon in einer Rezession sind und dementsprechend steht jetzt die Frage im Raum, naja, sind wir schon in einer Rezession und wie heftig wird diese Rezession? Denn für die Aktienmärkte geht es dann praktisch um eine Neubepreisung von Bewertungsniveaus, die derzeit der Fall sind. Und die Bewertungsniveaus sind ein bisschen hoch. Und das, was gestern passiert ist nach den JOLTS US-Arbeitsmarktdaten, also den angebotenen Stellen in den USA, war aus meiner Sicht jetzt charakteristisch. Man ist zunächst mal nach oben gelaufen, also die US-Indizes, weil die Daten eben schlecht waren, in der Hoffnung, naja, dann wird die Fed bald die Zinsen senken, um dann umzudrehen und nach unten zu gehen, weil man sich sagt, naja, wenn die Rezession kommt, dann muss das schlecht auch für die Unternehmen sein. Dann stellt sich eben die Bewertungsfrage. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal chronologisch an. Hier hatten wir diese JOLTS mit nicht einmal 10 Millionen, deutlich schlechter als erwartet. Das war schon eine riesige Abweichung, zumal auch eben dann der Vormonat deutlich nach unten revidiert wurde. Hier sieht man in dieser Grafik links oben doch diesen ziemlich scharfen Rückgang, der hier passiert ist. Aber nach wie vor sind wir natürlich noch auf einem sehr hohen Niveau, was die angebotenen Stellen betrifft. Und die Fed, die achtet sehr stark auf die Relation, auf das Verhältnis zwischen den offiziell Arbeitslosen und den offiziell angebotenen Stellen. Und das liegt bei 1,67, das heißt, es gibt 1,67 Jobs pro Arbeitsloser, wenn man so will. Das ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Wir kommen von einem riesig hohen Volumen und kommen jetzt ziemlich dynamisch runter. Und das ist vielleicht auch das Problem, das jetzt die Märkte haben. Denn nach wie vor ist, auch wenn wir gestern gesehen haben, wie stark diese Zahl nach unten gekommen ist, der Arbeitsmarkt bleibt noch relativ eng. Und dadurch hast du natürlich latent auch noch einen Lohndruck, der im System ist, wenn sozusagen es immer noch deutlich mehr Stellen, offene Stellen als Arbeitslose gibt. Das ist das eine. Und die Fed orientiert sich eben sehr stark am Arbeitsmarkt. Und solange der Arbeitsmarkt nicht wirklich komplett jetzt abkühlt oder die Arbeitslosigkeit massiv steigt, wird die Fed auch in Sachen Zinsen erstmal abwartend sein. Und so kann es jetzt sein, weil der Arbeitsmarkt ein nachlaufender Indikator ist, dass wir eine scharfe Abkühlung der Wirtschaft sehen, die Zahlen immer schlechter werden, es aber deutlich dauert, bis die Fed dann auf diese Abkühlung reagiert, weil sich der Arbeitsmarkt vermeintlich noch relativ gut hält, aber wie gesagt, der Arbeitsmarkt ist oft so ein bisschen spät hinten dran und diese Zeitlücke zwischen immer schlechter werdenden Daten, aber den Zinsen, die dennoch noch nicht gesenkt werden, das könnte eine unschöne für die Aktienmärkte werden, wir werden sehen, jedenfalls sehen wir hier oben, dass Bad News nicht länger Good News sind, sondern jetzt eben auch Bad News. Hier sehen wir den City Economic Surprise Index jetzt mit einem Schwutsch nach unten und vor allem sind es die Stimmungsdaten, Soft Data, die hier deutlich nach unten gehen. Hope, also die Komponente Erwartung, ist ganz, ganz unten. Das ist sozusagen jetzt auch ein mentales Ding. Wenn die Leute irgendwie sagen, naja, die Dinge kühlen sich ab, dann kühlen sie sich auch ab, weil eben das Self-Fulfilling Prophecies sind. Man handelt entsprechend seines Denkens. Hier sehen wir mal natürlich, dass auch die Bankenkrise einiges bewegt hat. So sehen wir anhand von Kreditkartendaten, dass der Konsum deutlich nach unten geht. Loan Demand, also die Nachfrage nach Krediten, deutlich nach unten gegangen ist, das werden wir erst in den Zahlen so richtig sehen. Jetzt haben wir bisher von der Citigroup solche Daten zum Beispiel. Das wird dann aber sozusagen in offiziellen Statistiken erst noch greifbar werden. Und gestern, wenn Sie mal rechts hier gucken, ich drehe mich mal elegant aus dem Bild, meine Damen und Herren, da sehen wir eine sogenannte Bearish Engulfing Kerze beim S&P 500. Das heißt, die gestrige Tageskerze, die negativ war, ist größer als die positive am Tag davor. Bilden wir jetzt so eine Schulter-Kopf-Schulter beim S&P 500 aus? Das wird sich zeigen. Jedenfalls haben wir gesehen, dass die Renditen gefallen sind, vor allem die kürzer laufenden Renditen sind gefallen, respektive alles ist, ne? Entweder steigt alles oder es fällt alles. Das gilt auch bei den Renditen, aber die zweijährige US-Staatsanleihenrendite jetzt wieder unter 4% und wir haben eine Versteilung der Zinskurve gesehen. Wenn die Zinskurve reinvertiert, also von der Invertierung
praktisch wieder positiv wird, dann ist das Zeichen da, dass wir eine Rezession sind. Gold hat jetzt einen Tagesschluss über 2000 Dollar gemacht. Das hat man bisher, oder das hat das gelbe Edelmetall bisher nur 5-mal in der Geschichte gezeigt. Unten sehen wir den Dollar, der gestern nach den JOLTS-Daten ein bisschen verprügelt wurde, aber Vorsicht. Der Dollar ist die Krisenwährung und wenn die Märkte jetzt beginnen, die Rezession zu spielen, dann wird es früher oder später eine Flucht in den Dollar geben. Dementsprechend sieht das hier aus wie eine bullische Wedge, also so ein Abwärtstrendkanal, der dann nach oben gebrochen wird. Wir haben dann jetzt eben hier diese Invertierungen nochmal. Hier sehen wir das. Gucken Sie mal bitte auf Yield, auf diese in dieser Grafik respektive in dieser Tabelle etwa mittig Yield, dann sehen wir 3-monatige Staatsanleihe 4,68, 6 Monate 4,55, 12 Monate 4,41 und so geht es immer weiter runter, 10-jährige 3,35. Genau das ist normalerweise in einer normalen Wirtschaft andersrum oder in normalen Situationen. Das heißt, je länger die Laufzeit einer Anleihe, umso größer normalerweise das Risiko, umso höher die Rendite. Klar, wenn ich jemand 10 Jahre Geld leihe, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich es innerhalb dieser doch sehr langen Zeit vielleicht nicht wiedersehe, als wenn ich das nur 3 Monate tue. Außerdem muss ich 10 Jahre, wenn man so will, auf mein Geld verzichten, während es sonst nur 3 Monate sind. However, aber wir sehen, wie stark hier die Märkte jetzt reagieren und im Prinzip schon Zinssenkungen einpreisen. Hier sehen wir nochmal die Zinskurve zwischen der 10- und der 3-monatigen Staatsanleihe in den USA, die laut Aussagen von Powell und der Fed die wichtigste sind. Hier sehen wir, haben wir neues Allzeittief gemacht. Also noch nie waren diese Kurven so invertiert wie derzeit. Und wenn Sie unten mal diese Tabelle hier sehen, dann sehen wir, naja, die Märkte erwarten jetzt so bei den nächsten 2 bis 3 Sitzungen, dass sich bei den Zinsen nichts ändert. Und dann im September ist die größte Wahrscheinlichkeit bereits, dass die Fed die Zinsen senken wird. Also das ist das jetzt, was gespielt wird an den Märkten. Es wird jetzt erstmal unverändert mit den Zinsen weitergehen und dann kommt die Zinssenkung im September. Stand jetzt. Jetzt hat sich gestern aber Mester von der Fed geäußert, die gesagt hat, ja, wir werden und sollten die Zinsen über 5% anheben. Derzeit sind wir ja bei 4,75 bis 5%. Also das würde bedeuten, Mester sagt, die Zinsanhebungen gehen weiter. Sie sagt, ich gehe davon aus, dass die Inflation bis Ende Oktober auf 3,75% fallen wird und dass die Arbeitslosenquote zwischen 4,5 und 4,75% sein wird. Ich glaube, derzeit sind wir bei 3,6. Das wäre schon ein ziemlich großer Schluck aus der Arbeitslosenpulle, könnte man sagen. Das würde bedeuten, dass sehr viele Menschen arbeitslos werden. Großer unbekannten Faktor in Sachen Inflation ist natürlich Ölpreis. Hier unten sehen wir mal, dass die OPEC jetzt ja diese Fördermengenkürzung beschlossen hat, als der Preis doch relativ weit oben war. Das ist das zweithöchste Preisniveau zum Zeitpunkt einer Förderkürzung durch die OPEC Plus, interessanterweise. Also das wird ein wichtiger Punkt. Und die Märkte sagen oder haben immer gesagt, Fed Pivot bullish für die Märkte. Aber das ist eben vielleicht jetzt das Entscheidende. Dieser Fed Pivot, wenn er denn kommt, dass die Zinsen also sinken, wird wahrscheinlich auch diesmal nicht bullish sein, weil die Fed einen Grund hat, eben die Zinsen so stark zu senken, weil eben die Wirtschaft so schnell und so stark abkühlt. Deswegen sehen wir in den letzten oder fast immer, nicht immer, aber fast immer eben, dass dann, wenn die Zinsen sinken, auch die Märkte einen Grund haben, auch zu sinken, könnte man sagen. Und hier sehen wir den S&P 500 mit dem Breakout, dem vermeintlichen Breakout. Wir sind in einem neuen Bullenmarkt und alles ist jetzt richtig toll, richtig gut. Das hat man in den letzten Tagen, auch in den Kommentaren auf meine Videos, aber insgesamt hat man diese Stimmung gesehen. Neuer Bullenmarkt, alles ist Suche. Und wir sehen, dass wir jetzt in Überkauftheitbereichen vorgestoßen sind, die normalerweise zumindest einen Rückschlag wahrscheinlich machen. Gestern hat es den ein bisschen gegeben. Und einer der Gründe war, dass Zero-DTE-Calls gecovert wurden. Also diejenigen, die diese noch am selben Tag auslaufenden Call-Optionen gekauft hatten, die hauten dann in den Sack. Die kapitulierten, wenn man so will, stellten diese Calls wieder glatt und das hat den S&P auch dann mit nach unten gedrückt. Wir sehen Dow knapp minus 0,6.
S&P 058, Nasdaq Composite minus 0,52, also alles relativ ähnlich. Erstaunlich auch oder interessant auch, dass der Regional Banking Index hier mit dem ETF KRE praktisch nochmal nach unten gegangen ist, aus so einer bearischen Folgepattern nochmal nach unten ausgebrochen ist. Fake oder nicht? Jetzt sagt der Zero Hedge, führt das auf die Aussagen von Jamie Dimon zurück, der gesagt hat, ja, diese Bankenkrise, gerade bei den Regionalbanken, die wird noch Jahre andauern. Siehe da, er ist ja jemand, der davon ein Stück weit auch profitiert, weil eben viele Gelder dann zu den größeren Banken geflossen sind. Mal schauen, ob er sagt, ja, also das lag auch an der Regulatorik, ich habe es gestern schon gesagt, dass er im Grunde der Fed auch ziemlich schwere Vorwürfe macht. Die Fed sagt, das Bankensystem ist fein. Aber wir sehen hier in dieser Grafik links von Wall Street Silver, wie fein es ist, wie stark die Abzüge sind. Wir hatten am Freitag die letzten, Freitagabend die letzten Depositdaten bekommen, also wie es ausschaut mit den Einlagen bei den US-Banken. Aber schauen Sie sich mal hier etwa Charles Schwab an, unter riesigem Volumen abverkauft, geht immer weiter nach unten, und Charles Schwab, 34 Millionen Konten, 7 Billionen in Assets, das ist eine gewaltige Menge. Also das könnte der nächste ein großer Kandidat sein, der in Trouble ist. Nicht in Trouble sind dagegen diese sogenannten Geldmarktfonds. Ich habe hier mal, oder Eric Balchunas genauer gesagt, hat hier mal die größten dieser Geldmarktfonds mit dem Ticker hier abgebildet. Dann können Sie selber mal recherchieren. Der größte ist von Goldman Sachs, dann der zweitgrößte, respektive der die größten Zuflüsse hatte, der zweitgrößte dann von JP Morgan. Dann kommt Schwab zweimal, wieder JP Morgan und so weiter und so fort. Wir sehen hier die Fundflows, 34 Milliarden, 30 Milliarden, 26 Milliarden. Noch ist sozusagen diese ganze Geschichte völlig ungelöst, solange es eben noch in diesen Geldmarktfonds deutlich höhere Zinsen gibt als auf dem Bankkonto. Jetzt aber kommt First Republic, die ohnehin ja schon in Schwierigkeiten waren, und bieten auf sogenannte CDs, das sind Certificates of Deposits, die praktisch mit einer bestimmten Laufzeit versehen sind. Da gibt es 30 Tage, 60 Tage, 4 Monate, 7 Monate, 8 Monate und so weiter. Bietet man hier jetzt schon 4,5% an, respektive für 30 Tage 4,25%. Das könnte bedeuten, dass die anderen mit müssen, um weitere Abflüsse zu vermeiden. Die First Republic versucht damit natürlich als Marketinginstrument hier jetzt diese Gelder anzuziehen, von anderen abzuziehen. Und das zweite große Problem ist dann ja eben dieser Commercial Real Estate Bereich, also dieser Gewerbeimmobilienbereich. Jetzt neue Aussagen von Morgan Stanley, die sagen, wir schätzen, dass der Wert dieser Immobilien durchschnittlich von Spitze zu dann dem Tief um 40% fallen wird, also fast sich halbieren wird. Und jetzt müssen gerade diese Regionalbanken, die da stark engagiert sind, etwa 70% der Kredite in diesem Bereich Commercial Real Estate kommen von diesen Regionalbanken, da müssen in den nächsten 2 Jahren knapp 3 Billionen Dollar refinanziert werden. Das bei fallenden Gebäudeimmobilienpreisen. Diese Immobilien sind oft auch als Sicherheit für andere Kredite hinterlegt worden. Das wird noch ein Riesenthema und interessant. Gestern, oder was gestern auch nochmal völlig klar geworden ist, gestern der Dow Jones Transports deutlich gefallen. Also Logistikwerte, Eisenbahn, Schnippschnapp, oft ja ein Konjunkturfrühindikator, wenn man so will. Und hier sehen wir eine extrem negative Divergenz zwischen dem Dow Jones Industrials, also diesem Index mit 30 Aktien drin, und dem Dow Jones Transports. Der macht ein deutlich tieferes Hoch oder hat ein deutlich tieferes Hoch gemacht, während der Dow Jones Industrials ein höheres Hoch gemacht hat. Und warum die Märkte so weit oben sind, hatte ich schon öfter gebracht. Sind Aktien wie Apple. Jetzt allerdings haben Apple Insider, also praktisch das Management, wie zum Beispiel Tim Cook, haben gestern mal schlanke 40 Millionen an Apple im Wert oder Apple-Aktien abgestoßen, eigene Apple-Aktien abgestoßen im Volumen von 40 Millionen Dollars. Und hier links unten sehen wir vielleicht, warum Apple eben jetzt praktisch an einem sehr zentralen Widerstandsniveau und extrem teuer
Hier Price-Earnings-Ratio war 10 noch vor 7 Jahren, jetzt sind wir bei 28, also Preise zu Umsatzverhältnis. Das heißt, das ist sehr, sehr teuer und es ist ja auch nicht so, dass die Firma jetzt unendlich wächst. Im Gegenteil, das stagniert ja eigentlich eher. Ich hatte gestern gesagt, wir haben aus Vietnam jetzt die Smartphone-Exporte gesehen. Smartphones, das wichtigste Exportgut Vietnams, minus 15%, weil viele Firmen jetzt rausgegangen sind aus China, um Smartphones in Vietnam zu produzieren. Und wir haben vorhin gesehen, die Zinserwartungen fallen, die Renditen fallen, aber es gibt ein gallisches Dorf, das widersetzt sich, das ist in dem Fall Neuseeland. Hier hat die Notenbank überraschend die Zinsen um 0,5% angehoben, daraufhin der Kiwi, also der neuseeländische Dollar, deutlich nach oben gegangen. Hier nochmal eine interessante Aufstellung von Diego Fasnacht, nämlich nach dem Volumen in den verschiedenen Anlageklassen. Da haben wir US-Staatsanleihen 700 Milliarden Dollar täglich, wir haben Gold 183, wir haben US-Aktien 170 Milliarden, wir haben Bitcoin 21 Milliarden und wir haben den globalen Devisenmarkt mit 6,6 Billionen, also das ist der größte Markt, natürlich der ist, den Sie in dieser Welt finden werden, meine Damen und Herren. Und auch noch interessant, auch von Diego Fasnacht, in Deutschland haben 54,4% der Menschen offene Kredite bei Banken oder Finanzinstituten. In den USA sind es 66,2%. In Kanada, wo alle Immobilien haben, die extrem überteuert sind, da das Problem noch vielleicht größer als in den USA, 81%. Und hier sagt Diego Fasnacht richtig, Leverage, also die Hebelung des Eigenkapitals durch Fremdkapital, ist etwas ganz Hervorragendes bei höheren Eigenkapitalrenditen als den Zinskosten. Dreht sich das Spiel allerdings um, beginnt nur die Mehrheitsertragsdifferenz zu sinken, dann wird es gefährlich. Genau das passiert ja, weil die Zinskosten eben massiv nach oben gegangen sind. Also das zeigt, glaube ich, diese ganze Logik, die dann auch für den Commercial Real Estate Bereich gilt. Und jetzt haben wir diese Situation, können die Zinsen sinken. Die Märkte in den USA an Fed Fund Futures, die spielen das schon ein Stück weit, aber jetzt sagt zum Beispiel die EZB, die in einem etwas anderen Umfeld ist, wir müssen vielleicht stärker auf die Lohnpreisspirale reagieren. Sie wissen, hier in Deutschland, da Tarifabschlüsse, die durchaus im zweistelligen Bereich sein dürften. Und hier fordert McLuff, der irische Notenbankchef, jetzt ein rigides Anheben der Zinsen, um eben diese Lohnpreisspirale nicht ausufern zu lassen. Wir haben heute überraschend starke Auftragseingänge aus der deutschen Industrie gesehen mit plus 4,8%, deutlich besser als erwartet. Real, also inflationsbereinigt. Dennoch sind wir gegenüber Februar 2022 5,7% niedriger. Also das ist ein Stück weit ein Ausreißer. Allerdings sind diese Daten jetzt das dritte Mal in Folge gestiegen. Wie passt das zusammen mit dem ISM-Index in den USA, der ja schon seit 7-8 Monaten permanent im Sinkflug ist, unter 50 ist, Kontraktion zeigt. Also das werden interessante Dinge. Der DAX vielleicht so als ein Spätentwickler. Die deutsche Wirtschaft dürfte allerdings eben auch von diesem globalen Abschwung stark betroffen sein. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Lesen Sie sich mal durch, was der Jamie Dimon genau gesagt hat, der wohl wichtigste Banker der westlichen Welt. Die Bankenkrise noch nicht vorbei. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, Google's Bard, die KI, die hat wunderbare Verschwörungstheorien auf Anfrage rausgegeben, etwa Great Reset. Jetzt gibt es manche, die wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt doch mit dem Great Reset. Naja, ich meine, wir wissen ja auch, dass die Hillary Clinton das Blut von Kindern trinkt. Ne, das wissen wir doch. Ne, das ist doch kein Geheimnis mehr, meine Damen und Herren. Das stimmt ja alles, gell? Es ist eine Riesenverschwörung überall. Überall Verschwörung, wo doch menschliche Dummheit und Kurzsichtigkeit als Erklärung eigentlich hinreichen würde. Also zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage Servus, ciao.